Hallo meine Lieben, hallo Freunde. Heute kochen wir wieder etwas, und zwar etwas, was ganz einfach geht, ja? Einfacher geht nicht, ja? Und das sind diese sechs, hier steht in der Packung, sind ja sechs Semmelknödel, ja, in Beuteln. Und das tut man ja, ich zeige euch das gleich, im kalten Wasser erstmal ziehen und dann einmal aufkochen und dann wieder ein paar Minuten stehen lassen und dann wieder wie Eier auch unter dem kalten Wasser abschrecken und so. Aber das zeige ich euch alles, ne? Und wie ich immer so sage, Glaube versetzt die Berge. Und wir geben jetzt richtig Gas. So Leute, ich habe mir ja schon ein paar Sachen vorbereitet. Also praktisch habe ich ja einen Topf, wo das kalte Wasser schon drin ist. Ja, hier habe ich eine Pfanne, das werde ich ja auch gleich nutzen. Jetzt mache ich erstmal hier die Packung auf, ja. Und zwar, hier sind ja die schönen Knödel drin, ja. Ist alles wieder verpackt, wie wir alle das kennen, ne? Also eine Packung, zweite Packung, und dann sind die Knödel noch im so Beutel, ja, drin. Also dritte Packung, ja. Also das ist voll übertrieben, ja. Oh, hier. Jeder Knödel ist nochmal verpackt, ja. Also das ist doch. Na, aber so ist das eben. Was soll man dagegen machen? So, jetzt tue ich mal das hier rein in kaltes Wasser, ja. Jetzt tue ich das in sechs Stück. Ja. So, super. So. Wunderbar. Die müssen jetzt ziehen. In einer gewissen Zeit. 10 Minuten. 10 Minuten, wie ich weiß. Ne? So, Leute. Hier sehen wir ja die Knödel im kalten Wasser. Die müssen ja ein paar Minuten ziehen lassen. Dann werden die aufgekocht und dann müssen sie auch noch eine Weile stehen bleiben und ziehen. Also jetzt erstmal will ich mal sagen, das sind ja Semmelknödel und die sind hervorragend, also die schmecken auch sehr gut, wenn man das richtig macht. Ne? Und hier kommt ja auch noch Speck rein und ein bisschen Mandeln kommen rein. Und das wird dann zusammen gemacht. Das ist schon eine tolle Sache. So Leute, ich tue mal jetzt hier den Herd einschalten, weil wie gesagt, das hat jetzt, die Knödel haben wir jetzt im kalten Wasser, mussten ziehen. Ne? So, jetzt schalte ich mal ein. So, jetzt wird das einmal zum Kochen gebracht. Und ich tue mal auch die Pfanne einschalten. Weil hier kommt ja dieser Speck rein, ja. Der ist ja auch schon klein geschnitten, schon fertig gekauft, so. Da habe ich ja noch Mandeln, da kommen auch noch ein paar Mandeln rein. Also das, und mit Margarine, ne, mache ich das ja auch, ne. So, das wird ja richtig, also weitergemacht, ne. Margarine reingetan. Jetzt mache ich mal hier auf, ja. Ich glaube, ich brauche noch Messer dazu. Ja. So. Wunderbar, das ist hier der Speck, ne, der da reinkommt. So einmal und zweimal. So, jetzt tue ich mal den Speck da rein. Super, super. Wunderbar. Das ist die zweite Packung. Ja, muss ja auch schon reichlich Speck drin sein. Also die Knödel, die sollen ja richtig Speck bekommen, ja? So. Super. So Leute, ich möchte euch jetzt noch zeigen, diesen Speck da drin in der Pfanne. Ist ja schon eine super Sache, sage ich euch. Ne? Sehr gut. So meine Lieben, hier ist ja alles schön am Kochen und Braten. Also hier haben wir die Knödel. Ich tue mal ein bisschen Salz da rein, nicht zu viel. Also hier tue ich mal etwas Salz rein, weil, also gebe ich noch etwas, weil der Speck, der ist ja salzig, ne?
So, das soll ja der Ausgleich sein, ne? So, meine Lieben, der Speck, der ist ja schon fast fertig, ja, könnte man sagen. Jetzt tue ich noch die Mandeln da rein, ja? Ich muss dieses Tittchen hier aufschneiden. So, super, jetzt tue ich mal die Mandeln hier rein, ja? Das ist schon eine tolle Sache, sage ich euch. Also, lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. So, das muss erreichen. Eine halbe Tüte, das sind 100 Gramm, das sind so ungefähr 50 Gramm, was ich da reingegeben habe, ja? Und so sieht das hier aus mit Mandeln, die jetzt mit dem Speck zusammen vermischt sind und ein bisschen angebraten sind, ja. Also ich sag's euch, das ist schon eine tolle Sache ist das. So Leute, Herd ist schon ausgeschaltet, also die Knödel, die sind einmal aufgekocht worden. Jetzt habe ich das ausgeschaltet, jetzt müssen sie noch Viertelstunde im heißen Wasser ziehen. Ja, und hier haben wir den Speck nochmal mit den Mandeln. Eine tolle Sache, sage ich euch. So Leute, die Knödel, die werden jetzt abgegossen, ja, und mit kaltem Wasser abgeschreckt, ja, wie gekochte Eier. So, machen wir mal das. So, super. Wie gekochte Eier. Sehr gut. Wunderbar, wunderbar. So. Super. Werden die Gläsen aufgeschnitten. Ja. Aufgeschnitten und rausgedrückt. Ja. So muss das ja sein. Und der Beutel, der hält ja ziemlich fest. Ich sag's euch, das mit der Verpackung, vielleicht muss das so sein, geht nicht anders, ich weiß es nicht, aber, also hier bei den Gläsen, ne? Aber ich finde diese Verpackung voll übertrieben, ja, sagen wir mal so, ja. Naja. So ist es. Jetzt kommt der zweite Kliss raus. Geht ja alles raus, ne? Alles wunderbar. So Leute, so sehen die Knödel aus. Also wirklich lecker, lecker, lecker. So Leute, ich tue mal jetzt servieren, ja. Wir haben das Ganze fertig hier. So, jetzt habe ich hier meinen Teller. Jetzt tue ich mal 3 Stück, nehme ich mir. Die sind ja ziemlich groß, die Knödel. Ja, jetzt tue ich die mit Speck und Mandeln so ein bisschen bearbeiten. Ja, da sieht ihr, ich zeige euch das gleich aus der Nähe. Sieht, das ist wirklich super aus. Jetzt tue ich mal ein bisschen auch noch von der Soße, von dem Fett drüber. Also ich sag's euch, das ist schon eine tolle Sache. Wirklich tolle Sache. So. So meine Lieben, so sieht das aus der Nähe aus, das Ganze. Also wirklich, da kann man nur sagen, lecker, lecker, lecker. Ja. Super Sache. Wunderbar. So Leute, jetzt werde ich das auch mal probieren. Also das sieht ja herrlich aus, ich sag's euch. Wow. Also wirklich wunderbar. Also ich sag's euch, erste Sahne, das ist nicht zu überbieten und schwer zu beschreiben.
Ich sag's euch. Eine super tolle Sache. Super tolle Sache. Und billig. Also wenn ich das jetzt so ausrechne, da sind ja für zwei Personen, ne, das ganze Essen. Also, da sind ja so ungefähr, ich will euch nicht bescheißen, aber Speck hat 2 Euro gekostet, die Gläser 79 Cent. Ja, ihr müsst euch das vorstellen, 79 Cent die Gläser oder die Knödel. Ne? Und dann ein bisschen Margarine, die Mandel 99 Cent. Ja? Also wenn ich das jetzt berechne zusammen, dann komme ich auf also 2, 3, 4 Euro und nicht mal 4 Euro. Ja? Nicht mal 4 Euro. Also kann man nicht meckern, ne? Denke ich mir. So Leute, wir sind am Ende. Dann sage ich nur noch, achtet auf euch. Bleibt mir alle gesund, ne? Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.